Bitte verzeihen Sie meine Emotionalität. Ich habe vorgenommen, dass ich nicht weine, aber es ist schwer. Wenn man so viel Verstärkung im Rücken hat, dann ist es ohne euch, ihr alle hier am Platz, dann schafft man das irgendwie. Das ist vielleicht die Hauptbotschaft. Es gibt nur eine Wahrheit. Die Wahrheit ist auf unserer Seite, an Seite der Ukraine. Wahrheit gewinnt immer. Immer. Das hat die Geschichte bewiesen. Auch wenn es vorübergehend anders aussieht, aber die Wahrheit und das Gute gewinnt immer. Und dafür stehen wir hier heute. Für meine Heimat, für Ukraine. Und für alle, die zeigen mit eurer Präsenz, man hat das Gefühl, man kann nichts tun. Weil wir sprechen andere Sprache, von Demokratie, von Frieden, von uns gern haben, voneinander kennenlernen, heiraten, Kinder bekommen, gegenseitig die Länder bereisen. Aber er spricht andere Sprache, ich wage mich nicht, seinen Namen auszusprechen. Sein Sieg wird nie als Sieg erkannt, das ist nur eine aggressive Offenbarung. Ist, glaube ich, einer der düstersten Tage der europäischen Nachkriegsgeschichte. Ich persönlich hätte das vor wenigen Tagen noch nicht für möglich gehalten, dass ein freies, ein friedliches, ein souveränes Land mitten in Europa von seinem Nachbarn überfallen wird. Ein beispielloser Akt der Aggression, ein unerträglicher Bruch auch des Völkerrechts, den wir nur auf das Allerschärfste verurteilen können. Und das Wenige, was wir tun können, hier von Düsseldorf aus, ist ein Zeichen der Solidarität mit den Menschen in der Ukraine zu setzen, mit den ukrainischen Mitbürgern hier in Düsseldorf. Über 3200 leben unter uns hier in Düsseldorf. Viele Mitglieder auch unserer jüdischen Gemeinde haben ihre Wurzeln in der Ukraine. Es gibt viele menschliche Verbindungen in dieses Nachbarland. Und deshalb gilt unsere Solidarität Ihnen allen. Wir fühlen in Düsseldorf mit den Menschen, die gestern Nacht überfallen worden sind. Und es schmerzt. Und es schmerzt auch wirklich umso mehr, dass Sie von einem Land überfallen worden sind, mit dessen Hauptstadt uns eine Städtepartnerschaft verbindet. Und ich habe das heute schon mal gesagt, das ist eine extrem schwere Belastung auch für diese Partnerschaft. Wir müssen uns natürlich bemühen. Das ist beeindruckend, dass so viele Menschen gekommen sind. Bei der Anmeldung stand 50. Es sind viele hundert Menschen gekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für dieses starke Zeichen der Solidarität aus Nordrhein-Westfalen. Ich bin sehr, sehr stolz, dass Sie alle da sind. Vielen Dank. Mit dem Angriff auf die Ukraine hat Präsident Putin in der letzten Nacht den Krieg zurück auf unseren Kontinent gebracht. Die Landesregierung ist heute fast vollzählig hier auf der Bühne. Einige stehen da unten. Um klar auszudrücken, wir verurteilen diesen Überfall auf die Friedensordnung unseres Kontinents. Wir stehen solidarisch, wir stehen klar an der Seite der Menschen in der Ukraine. Alle Demokraten sind heute vereint in dem Wunsch, alle Demokraten sind heute vereint in dem Appell, Präsident Putin, beenden Sie diesen Krieg. Erstmal vielen Dank, dass Sie hier so zahlreich sind. Das ist ein großes Zeichen der Solidarität mit meinen Landsleuten, die in diesen Tagen äußerst heldenhaft ihre Heimat verteidigen. Wir kämpfen zusammen. Alles wird gut. Slava Ukraini! Wieso wartet ihr, bis die zweitgrößte Armee Europas nicht mehr auf eurer Seite stehen kann? Die Leute in der Ukraine beten und hoffen auf euch. Unterstützt uns so, als wäre die Ukraine schon jetzt im NATO, als wäre sie schon jetzt in EU. Unterstützt, weil wenn wir fallen, fällt ihr auch. Slava Ukraini! Dass die Ukraine von Nazis gereinigt worden müsste. Der nichtige Nazi, der sitzt im Kreml und nirgendwo anders. Was ich sagen will, ist, ich glaube jetzt, der einzige Weg ist jetzt, Russland
aus der europäischen, aus der weltweiten Kommunikation auszuschließen, Diplomaten zurückzurufen. Es gibt keine diplomatische Beziehung mit einem Land, das auf Diplomatie jeden Tag scheißt. Für die bedeutet Diplomatie gar nichts. Was wollen wir mit denen reden? Wir sollen jetzt mit unseren Aktionen was machen. Dass tatsächlich viele Russen, ja, die haben das nicht mitbekommen, wie langsam über 22 Jahren Russland tatsächlich zu einer faschistischen Diktatur geworden ist. Das ist nicht an einem Tag passiert. Und das haben viele übersehen. Und hier in Deutschland mag das immer ungern so die Vergleiche zwischen den Nazi-Deutschland. Man sagt, ja, das sind ganz andere Dimensionen. Aber ich sage immer, auch in Deutschland hat es nicht so direkt mit Auschwitz angefangen. Das waren langere Zeiten, bis die Bevölkerung sich daran gewöhnt hat, sehr massives Propaganda. Und das ist genau der Fall. Großer, allmächtiger und barmherziger Gott, wir vertrauen dir. Rette uns vor den Angriffen des Feindes und befreie uns aus den Armen des Besatzers. Mutter Gottes, Mutter des ukrainischen Landes, rette uns und beschütze uns mit deinem göttlichen Schutzschirm. Alle Heiligen und Gerechten des ukrainischen Volkes, betet für uns und steht uns bei. Bischof Dr. Bohdan Djurach, Apostolischer Exarch. Ще вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Наші воріженьки, як роса на сонці, запануєм і ми, браття, у